There is no river that runs wide as your goodness. There is no mountain that stands tall as your faithfulness. And there's no alle da seid. Wir wollen mit Lobpreis starten. Lasst uns gemeinsam aufstehen und Gott alle Ehre geben. Dieses
was ich bin, meinem König zu sehen. Leave.
Das war doch schon mal ein super Anfang. Ganz herzlich willkommen euch alle. Natürlich auch ganz besonders die Geschwister online. Oder wer neugierig war und einfach mal eingeschaltet hat, geht so einfach daheim jetzt so im Wohnzimmer oder im Büro. Wo sind unsere Kinder? Haben wir Kinder hier? Ihr dürft alle nach oben gehen. Ihr werdet schon erwartet. Eine gute Zeit euch. Ein ganz alter Chorus ist mir eingefallen. Kommt in sein Tor mit dankbarem Herzen. Kommt in den Vorhof mit Lobgesang. Uralt. Für die Jüngeren dann ganz neu. Unsere Herzen haben wir eingestimmt jetzt schon mit Dankbarkeit zu ihm hin, in den Gleichklang des Vaterherzes bringen. Lobpreis haben wir im Vorhof. Und jetzt gehen wir in die Anbetung, in das Allerheiligste. Und die führen uns genau dahin. Und da gibt es nur du und Gott. Alles andere ist unwichtig. Und da lernen wir ihn kennen, wie er wirklich ist. Die Hoffnung, die steht und nie vergeht.
Lasst uns es auch so nochmal singen, dass wir die Situation auch sehen, die uns gerade zurückhält. Er regiert darüber, egal was es ist. Lasst uns es nochmal singen. Sing es mit vollem Herzen und leg es jetzt ab. Nur er regiert. Nur du regierst, nur du regierst, nur du regierst, nur du regierst, nur du regierst. Auch wenn ihr so eine Situation in eurem Leben habt, wo ihr jemanden ganz stark vermisst, wo ihr denkt, das füllt mich nicht aus, was da, das ist so leer. Es gibt eine Sehnsucht, die wollen wir füllen mit Jesus. Streck dich bewusst aus. Egal, was für eine Situation es ist, wenn du jemanden verloren hast, wenn du Geld verloren hast, wenn du mit deiner Identität Probleme hast, sehne dich nach Jesus. Er erfüllt dich aus. Da brennt ein Feuer in meinem Herzen, mich verzehrt immer mehr. Dieses Feuer ist unaufhaltsam, brennt tief in mir, zieht mich zu dir. Da brennt ein Feuer in meinem Herzen,
Yeah.
ich geb dir mein Herz, ich geb dir mein Sein. Ich lebe für dich allein, in jedem Atemzug, in jedem Schritt, den ich tue. Sollst du sichtbar sein, Herr, ich geb dir mein Herz. Ich geb dir mein Sein. Ich lebe für dich allein. In jedem Atemzug, in jedem Schritt, den ich tue, sollst du sichtbar sein. Ich möchte dich auch was auf dem Herzen hast, komm nach vorne, lass es kurz prüfen und gib es weiter. Weil Gott möchte jetzt sprechen. Herr, ich geb dir mein Herz, ich geb dir mein Sein. Ich gelegt. Such mich nicht im Außen, ich bin in dir, vertraue mir. Und so spricht der Heilige Geist. Ich bin hier. Ich bin in deiner Mitte. Hier ist die Atmosphäre meiner Herrlichkeit. Ich habe dich hierher gebracht, damit du in dieser Anbetung mit mir Verbindung bekommst.
im Anbeten, im Loben und Preisen. Das wirkt sich auf deine Seele aus. Es wirkt sich auf deinen Körper aus. Darum erwarte jetzt, während du anbetest, erwarte, dass ich vollbringe und gebe Antwort in dein Herz hinein. Ich habe dich hierher gebracht und ich will in dein Herz die Antwort geben. Hab Glauben. Freu dich in dem Herrn und du wirst sehen, die Hand, meine Hand als Wirkung in deinem Leben. Dies ist mein Verlangen, dich zu ehren. Herr, von ganzem Herzen lob ich dich. Mit allem, was ich in deiner Gegenwart sind Worte so, ja, wenig. In deiner Gegenwart wird meine Seele satt, satt in jedem Bereich. Vielen Dank, ihr lieben Ordner. So, ganz offiziell ein herzliches Willkommen an alle nochmal, online und auch hier. Es sind mehr geworden wie am Anfang. War schon immer so, die herrliche Vermehrung während des Lobpreises. Übliche Frage, wer ist heute zum ersten Mal bei uns als Gast? Bitte Hand hoch. Und oben lassen, ihr kriegt ein Geschenk, dass die Ordner euch sehen. Und da ist auch was drin, ein Gutschein drin. Sehr gut. Dann komme ich zum Opfer. Und die Ordner dürfen gleich durchgehen, gleich anfangen. Ich habe nämlich nicht viel Ansagen. Wir gehen einfach weiter mit der Anbetung. Denn Geben ist auch Anbetung. Hat auch was mit Danksagung zu tun. Wir wissen ja, Gott sieht das Innere.
einiges mehr als wir. Wir urteilen sehr oft nach dem Äußeren. Ich muss bekennen, ich bin da hat mich Gott auch schon oft gegen die Wand laufen lassen, weil sich das nachher als völlig falsch herausgestellt hat. Ich übe und es wird besser. Es geht nicht um die Größe deiner Gabe, sondern um das Motiv, mit welcher Haltung du gibst. Das ist Gott wichtig. Und wir wollen gerne geben, weil es, wie man so heutzutage so sagt, gesund ist. Ganz bio, es tut uns gut. Gebt mit einem freudigen Herzen. Dann komme ich zu den Ansagen. Wir haben heute nach dem Gottesdienst haben wir Next Steps und das Thema ist Willkommen in unserer Familie. Da dürft ihr einfach ohne Anmeldung dazukommen. Ich weiß gar nicht, wo trefft ihr euch heute? Weiß das jemand? In der Welcome Lounge, alles klar, also da vorne. Für alle andere ist die Welcome Lounge heute geschlossen. Schaut euch diese Familie genau an. Ihr dürft neugierig sein, fragt, was euch auf dem Herzen brennt. Nächsten Sonntag haben wir Heilungsräume. Das ist Gebet parallel und nach dem Gottesdienst. Wenn ihr Gebet braucht, geht hin, das Warten lohnt sich. Dann habe ich schon gesagt, die Welcome Lounge ist zu, aber das Bistro ist offen und Missionsessen gibt es auch. Es gibt heute Pizza und besonders guten Kuchen, habe ich mir sagen lassen. Also ihr könnt später mir sagen, ob das auch gestimmt hat. Und da dürft ihr die Gutscheine, die ihr in die neuen, die gelten fürs Essen, für Kaffee, für Kuchen. Da seid ihr eingeladen. So, jetzt kommt unser Frank. Heute ist, ja, er kommt aus dem gleichen Ort wie ich. Wir kennen uns schon ewig. Ich kann es euch empfehlen. Was ich noch sagen möchte, egal wer predigt, achtet auf die Stimme hinter der Stimme. Der Heilige Geist hat immer euch was zu sagen. Und das macht er heute ganz gut. Halleluja. Super. Ja, guten Abend, liebe Gemeinde. Bin ich drauf? Ist alles gut? Ja, ich möchte euch ein kleines Experiment mit euch machen. Ich mache zwei Begrüßungen. Jetzt kommt die erste Begrüßung. Ja? Machen wir so. Guten Abend, ihr lieben Königskinder. Guten Abend, Sklaven Christi. Wer klatscht, verdirbt mir die Predigt. Ja, ihr merkt schon, wo es hinführt heute Abend. Gott hat mir da ein Thema aufs Herz gelegt. Ist in der Bibelschule entstanden, weil ich den Römerbrief schon ein paar Jahre jetzt studiere, um den Schülern da vieles mitzuteilen, was da in köstlichen Wahrheiten drin steht. Ihr Lieben, ich lese jetzt mal 3-4 Bibelstellen aus der Bibel hervor heute Abend. Die fangen im Alten Testament an, ziemlich weit vorne, und gehen ziemlich bis nach hinten und beschäftigen sich eben mit diesem Thema. Die erste Bibelstelle heißt 2. Mose 21, 5 und 6. Spricht aber der Sklave, ich habe meinen Herrn lieb und mein Weib und mein Kind, ich will nicht frei werden, so bringe ihn sein Herr vor Gott und stelle ihn an die Tür oder den Pfosten und durchbohre mit einem Pfriem sein Ohr und er sei sein Sklave
Für immer. Gehen wir ins Neue Testament. Matthäus 6, Vers 24. Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird dem einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Jetzt kommt dieser Römerbrief. Der fängt so an. Römer 1, Vers 1. Paulus, ein Sklave Christi Jesu, berufen zum Apostel, ausgesondert zu predigen das Evangelium Gottes. Später schreibt er den Korinthern Folgendes. In 1. Korinther 7, 21 bis 23. Bist du als Sklave berufen, so sorge dich nicht. Doch kannst du frei werden, so nutze es umso lieber. Denn wer als Sklave berufen ist in dem Herrn, der ist ein Freigelassener des Herrn. Desgleichen, wer als Freier berufen ist, der ist ein Sklave Christi. Ihr seid teuer erkauft. Werdet nicht der Menschen Knechte. Ja, liebe Gemeinde, liebe Besucher, liebe Gäste aus nah und fern und natürlich alle zu Hause vom Livestream. Herzlich willkommen zum Abendgottesdienst im Missionswerk Strahlen der Freude. Ja, ich habe heute mal wieder was Herausforderndes mitgebracht, eine Botschaft. Sie ist ganz schön krass, ja, gebe ich zu. Also da kommen Ausdrücke vor, die sind in unserem Sprachgebrauch heute gar nicht mehr so geläufig. Ja, aber herausfordernd und zugleich aber auch sehr befreiend. Das Thema heute Abend heißt, wessen Sklave bist du? Bibelschule, ihr Lieben, ist ja fast ein ganzes Jahr und wie gesagt, im Römerbrief kenne ich mich schon inzwischen ein bisschen aus. Ich habe mich richtig verliebt in diesen Brief. Er hat gigantische Wahrheiten, große Themen und wir kommen noch dazu. Und der erste Vers dieser vom Römerbrief ist gleich ein Knaller, ja, ein richtiger Knaller. Paulus nennt sich nämlich ein Sklave Christi, ja. Je nach Übersetzung steht da als anstatt Sklave steht Diener oder Knecht. Diener oder Knecht ist mir viel zu mild. Das ist mir viel zu, wie soll ich mal sagen, zu harmlos. Weil in der griechischen Übersetzung steht hier Doulos. Also Paulus, ein Doulos, ein Sklave, heißt übersetzt Sklave, griechischen. Paulus, ein Doulos, ein Sklave Christi. Und wer sich im Neuen Testament ein bisschen auskennt, in diesen Briefen, da fangen viele Briefe ähnlich an mit anderen Schreibern. Zum Beispiel Petrus im 2. Petrus 1, Vers 1. Petrus, ein Doulos, ein Sklave Christi. Und Jakobus 1, 1. Jakobus, ein Sklave Christi. Judas 1, 1. Ein Sklave Christi. Ihr Lieben, hinter dieser für uns, ich gebe ja zu, so freiheitsliebenden Generationen von Menschen sind so krasse Aussagen in der Bibel heftig. Aber dahinter, ihr Lieben, steckt ein klares, glasklares Bekenntnis. Und dahinter steckt ganz, ganz, ganz viel Freiheit. Obwohl wir von Sklaven reden. Versteht ihr, was das eigentlich bedeutet, wenn Paulus und viele anderen sagen, ich bin ein Sklave Christi? So wie der Herr über seinen Sklave verfügt, so darf Jesus Christus das totale Verfügungsrecht über mein Leben haben. Versteht ihr? Um das geht es im Christsein. Um nichts weniger. Bevor also Paulus diese großen, gewaltigen Themen des Römerbriefes behandelt, stellt er alles Nachfolgende, alle Themen, die danach kommen, unter dieses einzige wunderbare Statement am Anfang seines Berichts. Paulus, ein Sklave Christi. Und was will er damit sagen? Was will er den Römern sagen, diesen römischen Christen? Wo er die Adressaten sind, dieses Römerbriefes. Er will damit ganz klar zum Ausdruck bringen, ich bin kein Privatgelehrter, ihr Lieben.
Ich bin kein freischaffender Schriftsteller. Ich bin auch kein angestellter Schriftsteller von irgendeinem Medienkonzern und irgendwie abhängig von deren Meinungen oder dem Meinungsbild der Zeit, dem Mainstream. Den Zeitgeist. Er sagt damit klar, ich bin keinem kirchlichen Orden oder keiner theologischen Fakultät oder Universität unterstellt. Das bin ich nicht. Ich bin nicht abhängig von irgendeinem Arbeitgeber hier auf der Erde, von irgendeinem Menschen. Ich habe nur einen vor mir, einen Herrn. Jesus Christus. Paulus sagt, ich bin ein Doulos Christi. Ey, ich bin kein Kirchenfunktionär. Nein, 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 das bin ich nicht. No, 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 niente, nada, niet, niet. Ich bin ein Sklave, ein Doulos Christi, sagt er. Mein Leben, sagt Paulus, das gehört nicht mehr mir, das gehört ihm. Ihm allein. Jesus Christus, Galater 2, Vers 20, schöner kann man es nicht mehr ausdrücken. Ich lebe, sagt er, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich am Kreuz, füge ich hinzu, dahingegeben hat. Ihr Lieben, vor über 2000 Jahren, da gab es in fast jeder größeren Stadt im Mittelmeerraum, egal wie das Land jetzt hieß, im gesamten Mittelmeerraum gab es große, ja, in den Zentren, auf der Plaza, ja, in der Mitte meistens gab es Märkte. Und diese Märkte waren Sklavenmärkte. Da gab es kein Gemüse zum Verkaufen, kein Obst oder Brot. Da wurden Menschen verkauft, Sklaven. Das war damals gang und gäbe. Das war so üblich damals, ja? Ihr Lieben, und diese Sklaven, die mussten da also da hinstehen, auf entwürdigende Art und Weise, ja? Und wurden da zur Schau gestellt wie Pferde heutzutage auf dem Pferdemarkt. Sehr entwürdigend. Und die starken Sklaven, die Jungen, die Muskulösen, die wurden dann praktisch versteigert regelrecht und da standen dann die Herren standen so auf der Seite und einer hat das Ganze so wie auf dem Aktienmarkt, nicht so ein bisschen angepriesen. Und die starken, guten Sklaven mit großer Statur, die hatten einen hohen Preis und da musste der Herr, der den Sklaven kaufen möchte, tief in die Taschen greifen. Also, da musst du einen hohen Preis bezahlen, einen sehr hohen Preis, damit der Sklave ihm gehört. Lieber Bruder, liebe Schwester in Christo, Frage, weißt du, wie wertvoll und teuer du für deinen neuen Herrn bist? 1. Korinther 6, 19 bis 20. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt und dass ihr euch nicht selbst gehört? Vers 20. Denn ihr seid teuer erkauft, darum preist Gott mit eurem Leibe. Wow, teuer erkauft. Ihr Lieben, ich betone es immer und immer wieder, du und ich, wir sind keine Ramschware. Wir werden nicht zum Schnäppchenpreis in einem 1-Euro-Laden erkauft, sondern, denn ihr wisst, schreibt Petrus, 1. Petrus 1, 18 und 19, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber und Gold, nicht mal das reicht aus, um erlöst zu werden. Erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Federweise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen, unbefleckten Lammes. Wow. Ihr Lieben, Jesus Christus hat uns am Kreuz von Golgatha zu 100% erlöst, errettet, versöhnt, befreit, gerecht gemacht vor Gott dem Vater. Er hat sich völlig, ganz hingegeben mit Geist, Seele und Leib am Kreuz. Den schändlichsten Tod, den es jemals gab.
Er starb dort, damit wir leben. Er wurde für uns zur Sünde gemacht, sagt die Schrift, damit wir heilig und gerecht vor Gott stehen können. Völlig sündlos, völlig rein. Die Bibel sagt, sogar weißer als der Schnee. Amen. Halleluja. Er trug für uns dort die Dornenkrone, damit wir die Krone des Lebens empfangen können. Er trug die Strafe, die uns hätte treffen sollen, das Gericht, das uns hätte treffen sollen, trug er alles am Kreuz, auf sich. Sein Blut floss in Strömen, ihr Lieben, damit Ströme der Heilung und der Wiederherstellung zu uns fließen können. Er ließ seinen Leib zerschlagen, damit ein neuer Leib hier auf Erden entstehen konnte, die Gemeinde. Amen. Teuer erkauft, mit dem höchsten Preis. Amen. Versteht ihr? Er, Jesus Christus, der Allerhöchste, der Sohn Gottes, der Herrlichste unter allen. Er, der über alles Erhabene, der Himmlische, der Gewaltige, vor dem Berge zerschmelzen wie Wachs, sagt die Bibel. Er verließ die Herrlichkeit des Himmels und neigte sich herab. Und er nahm am Kreuz Sklavengestalt an, sagt die Schrift. Ich lese aus Philipper 2, 6 bis 8 aus Hoffnung für alle. Obwohl er Gott in allem gleich war und Anteil an Gottes Herrschaft hatte, bestand er nicht auf seine Vorrechte. Nein, er verzichtete darauf und wurde rechtlos wie ein Sklave. Er erniedrigte sich selbst und war Gott gehorsam bis zum Tod, ja bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Amen. Ihr Lieben, ich weiß, da ist ein kleiner Widerspruch heute Abend in dem Thema, in dieser ganzen Terminologie. Ja, ich löse ihn aber auf. Man kann ja sagen, ja wie jetzt? Ich bin von Jesus Christus freigekauft und doch noch ein Sklave? Fragezeichen. Ich löse das auf, ihr Lieben. Das ist nur ein scheinbarer Widerspruch. Und ich fange jetzt nochmal an mit dieser alttestamentlichen Stelle aus dem Gesetz Mose. Und dort lasen wir, dass also Sklaven nach 6 Jahren Dienst im 7. Jahr so ein sogenanntes Erlassjahr bekommen, nicht? Also der Sklavendienst im Gesetz Mose war gemildert im Gegensatz zu den heidnischen Sklaven. Deutlich gemildert, deutlich humaner. Auf jeden Fall, nach einer begrenzten Zeit konnten diese Sklaven also aus diesem Sklavendienst in eine neue Freiheit hineinkommen, die nicht mehr fremdbestimmt war. Sie konnten also ihren Herrn verlassen. Es gibt aber eine Ausnahme. Da haben wir gelesen in 2. Mose 21, 5 und 6. Ich will bei ihm bleiben. Also wenn der Sklave sagt, bei meinem Herrn, da ist es wunderbar zu leben. Ich will bei ihm bleiben, weil ich ihn liebe und ihm gerne diene. Merkt euch mal diese Aussage. Ich will bei ihm bleiben und ihm gerne dienen. Das ist schon eine gewaltige Sache. Ich weiß nicht, wie es dir oder mir geht. Könntest du frei werden von einem Sklavendienst nach 6 Jahren? Fremdbestimmung? Würdest du da sagen, ich bleib da? Du bist ein netter Typ oder so zu seinem Herrn, ja? Da würden wir doch Tür und Tor öffnen und das Weite suchen, ja, in die Freiheit gehen. Aber wenn der Sklave sagt, mein Herr ist ein lieber Herr, ich will ihm mit dankbarem Herzen dienen, dann hat das eine ganz andere Gewichtung, ihr Lieben. Ein Sklave Christi liebt also seinen Herrn von ganzem Herzen und dient ihm gern. Warum? Aus Dankbarkeit für Golgatha. Amen. Ein kleines Zwischenfazit vielleicht jetzt. Ihr Lieben, in der Gottesfrage hat der Mensch hier auf Erden nur 2 Entscheidungsmöglichkeiten. Entweder völlige Hingabe oder völlige Ablehnung. Da gibt es kein Dazwischen. Da gibt es kein bisschen oder zeitweilig mit Jesus. Versteht ihr, Jesus nur Herr nennen während des Gottesdienstes? Oder während der schönen Lobpreiszeit?
nur da Jesus Herr nennen? Ihr Lieben, er ist Herr über das ganze Leben, über dein ganzes Leben. Von Montag bis Sonntag, zu Hause, bei deiner Arbeit, in der Freizeit, was du auch tust, alles, was du machst, das sagt die Bibel, das tut zur Ehre Gottes des Vaters und Jesus Christus. Amen. Versteht ihr? Jesus will dein ganzes Leben. Von ganzem Herzen haben wir gesungen heute Abend. Nicht so ein kleiner Winkel im Herzen, nein, das ganze Herz. Und je näher dein Herz mit dem Herzen Jesu verbunden ist, desto mehr ist der Gleichklang da. Und dann wird etwas Wunderbares geschehen. Ströme lebendigen Wassers fließen von deinem Leibe, sagt die Schrift. Da kommt nur noch Gutes, da kommt nur noch Schönes, da kommt nur noch Auferbauendes, da kommt nur noch Friede, Freude, Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Amen. Halleluja. 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 Ja, dieses klare Statement, dass ein Sklave Christi frei ist, finden wir übrigens nochmal in Galater 5, Vers 1, ganz klar. Da steht, zur Freiheit hat uns Christus befreit. Ja, ihr Lieben, wer ohne die freiwillige Gebundenheit an Jesus Christus in dieser Welt lebt, der wird automatisch versklavt. Das ist die Folge davon. Er wird versklavt, das ist die Konsequenz. Er wird versklavt und geknechtet von den anderen Herren dieser Welt. Und da gibt es viele. Heute predige ich den ersten Teil. Beim nächsten Teil kommen die vielen Herren dran, die uns versklaven möchten. Auch Christen übrigens. Ihr Lieben, aber der grausamste, der allerbrutalste Herr dieser Welt, sagt die Bibel, ist der Widersacher Gottes, ist der Teufel. Und in seinem Gefolge regieren noch andere schlimme Herren, nämlich Sünde, Schuld und Tod. Aber die frohe Botschaft lautet, ihr Lieben, von diesen grausamen Herren hat uns Christus am Kreuz von Golgatha völlig befreit. In Lukas 4 lesen wir eine wunderbare Begebenheit. Bevor Jesus seinen Dienst anfing, ging er in die Synagoge, schlug das Buch auf, Jesaja, und fängt an. Und das ist die Magna Carta seines Himmelreichs, seines Reiches hier auf Erden. Versteht ihr? Das ist die Regierungserklärung unseres Herrn für diese Erde, für diese Menschen. Er sagt, ich bin gekommen, dass die Elenden frohe Botschaft hören. Er hat mich gesandt, also der Vater, damit die Gefangenen frei sein sollen. Ihr Lieben, es gibt so viele Gefangenschaften auf dieser Erde. So viele Gefängnisse, nicht nur die mit Gittern. Ich komme im zweiten Teil dann drauf zu. Zunächst wollen wir uns mal mit diesen großen Herren da beschäftigen, mit diesen grausamen. Ihr Lieben, und das ist eben die Wahrheit aller Wahrheiten. Und Jesus verspricht, wer diese Wahrheit erkennt, der wird was? Johannes 8, Vers 32. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Jawohl, ihr Lieben, der Römerbrief ist eine gewaltige Offenbarung Gottes über den wahren Zustand aller Menschen dieser Erde. Der Römerbrief, ihr Lieben, ist die einzigartige und genialste Lösung Gottes für das allergrößte Problem der gesamten Menschheit. Sünde, Sold und Tod. Alle sind geknechtet unter diesem Sünde, Sold und Tod. Versklavt. Ihr Lieben, Paulus beschreibt im 7. Kapitel dieses Römerbriefes ganz klar, wie es ihm innerlich ergeht. Und da können wir alle irgendwo Amen dazu sagen, wie er so erlebt sein Leben. Er sagt, das Gute, das ich tun will, tue ich oft nicht, sondern leider das Böse.
Er sieht also ein Gesetz in sich, von dem er sehr gerne frei werden würde, aber er schafft es nicht. Denn ich weiß, sagt Paulus, dass in mir nichts Gutes ist. Dieses Märchen in dieser Welt vom Gutmenschen, und man soll an das Gute im Menschen glauben, die gibt es laut biblischem Befund nicht. Die gibt es nicht. Und schau dich doch einmal um, was die Medien berichten jeden Tag, die Zeitungen. Nur böse, dumme, schlechte, zerstörerische Dinge der Menschen. Ich habe keinen Glauben an das Gute im Menschen. Den Glauben habe ich nicht. Der wird jeden Tag zerstört. Paulus sagt sogar, der fromme Jude schafft das nicht. Versteht ihr? Die hatten das Gesetz. Ja? Die hatten eigentlich das Gesetz. Da müsste es also geklappt haben. Aber es hat nicht geklappt. Warum? Weil der Mensch Mensch ist. Weil er Fleisch ist. Und das Gesetz hier ist geistliche Natur. Das ist von Gott gekommen. Versteht ihr? Die strengen sich zwar an, die haben sich auch mächtig angestrengt, immer die Juden, ja. Aber doch muss ein Paulus sagen, nein, ich habe es nicht gepackt. Ich habe es nicht geschafft. Das hat mich zur Verzweiflung gebracht. Und ihr Lieben, da geht es dann so weiter. Alle sind an die Sünde versklavt, sagt der Römerbrief. Da ist keiner, der gerecht ist, keiner, der Gutes tut. Wir sind alle samt Sünder und ermangeln den Ruhm, den wir bei Gott haben sollten. Das ist Römer 3. Und das hat eine furchtbare Konsequenz. Ich gehe weiter einfach jetzt im Römerbrief. Da steht dann die Konsequenz daraus. Der Sünde soll es der Tod. Römer 6,23a. Und der Aufschrei, der danach kommt, ist berechtigt. Ich elender Mensch, sagt er, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leibe? Römer 7,24a. Ihr Lieben, für beide Todesnachrichten hat Gott die geniale, die befreiende Antwort der Erlösung durch Jesus Christus. Die Verse gehen nämlich weiter, 6,23. Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Dank sei Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, unserem Herrn, Römer 7,23. So hört der auf. Ihr Lieben, aber das ist immer noch nicht alles. Diese befreienden Wahrheiten des Römerbriefs, sie gipfeln dann in Römer 8, 1 und 2. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Wow. Und das hört gar nicht auf, ihr Lieben, diese befreienden Nachrichten. Noch eine befreiende Nachricht. Ihr Lieben, ein Sklave Christi ist befreit aus den Klauen des Teufels und seiner Todesangst. In Hebräer 2, Vers 14 und 15 lesen wir, weil nun die Kinder von Fleisch und Blut sind, hat auch er es gleichermaßen angenommen, damit er durch seinen Tod die Macht nehme, ja, passt mal auf, die Macht nehme dem, der die Gewalt über den Tod hatte. Und wer ist das? Nämlich der Teufel. Der hat die Gewalt über den Tod. Und jetzt kommt's. Und die Erlöste, jetzt kommt die gute Nachricht, die Erlöste, die durch Furcht vor dem Tod im ganzen Leben Knechte, Dulos steht da, Sklaven sein mussten. Ich habe einmal einen Psychologen gehört, der hat gesagt, jede Angst auf dieser Welt, jede Phobie, alles, was an Angstzuständen gibt, kommen aus einer Quelle, aus der Todesangst. Wird aber so verdrängt, ja. Das wird sowas verdrängt, dass wir Menschen sterblich sind, nicht? In Japan, da gibt es Aufzüge, da gibt es eine Zahl, ich weiß nicht mehr was, 13 oder 14, die heißt übersetzt Tod. Und in diesen Aufzügen, ihr kennt doch, da werden die Stockwerke dann mit Nummern bezeichnet, nicht? Und eine Nummer gibt's gar nicht, warum? Weil sie tot heißt. Und so sind wir Menschen, wir verdrängen das, ja. Oder wir haben Angst davor, ja. Wir schauen da ins Ungewisse hinein. Was passiert nach unserem letzten Atemzug? Ja? Und es ist einfach von Gott so gegeben, dass wir ein Ewigkeitswissen haben. Und der Mensch hat Angst. Angst, was passiert danach? Wo wache ich danach auf? Oder wo lebe ich weiter? Oder gibt's gar nichts? Oder wie auch immer. Ja?
Und das stimmt ja auch nicht, das ist eine Lüge. Ja. Halleluja. Ihr Lieben, Jesus Christus hat dich und mich befreit. Das sind alles befreiende Nachrichten. Er hat uns befreit von Todesangst. Oh ja, ihr Lieben, wir können fröhliche Sklaven Christi sein. Denn Gott hat uns befreit aus dem Machtbereich der Finsternis, sagt die Schrift, und hineinversetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Da steht in Kolosser 1, Vers 13. In 1. Johannes 3, Vers 8, da steht, dazu ist erschienen der Sohn Gottes, damit er die Werke des Teufels zerstöre. Zerstöre, ihr Lieben. Halleluja. 1. Johannes 5, Vers 12. Wer Jesus hat, der hat das Leben. Unzerstörbares Leben ist in dir. Amen. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Und der hat den Vater, geht das so weiter. Ja, lauter gute Nachrichten. Oh, Halleluja, ihr Lieben. Ich kann nur sagen, in Christus bin ich und du, Bruder und natürlich auch Schwester. Da gibt es auch Gleichberechtigung, was Sklave angeht, ja. Sklavin, es gibt Sklave. Du bist Sklave oder Sklavin Jesu Christi? Amen. Halleluja. Halleluja. Und, köstliche Wahrheiten, du bist als Sklave Christi oder Sklavin Christi, bist du frei von der Knechtschaft der Schuld und Sünde, von der Vergänglichkeit zum ewigen Leben, vom Gericht Gottes über alle Gottlosigkeit, von aller Verdammnis und schlechtem Gewissen, von allem Zorn bist du frei über alle Ungerechtigkeit. Du bist frei von den zerstörerischen Werken und der Gewalt des Teufels. Du bist frei von aller Furcht und Todesangst. Ihr Lieben, wir leben in einer verängstigten Welt und da braucht es eine furchtlose Gemeinde. Amen. Amen. Halleluja. Ich bin so begeistert von diesem Thema. Sorry, wenn ich da ein bisschen laut werde, ja? Halleluja. Ihr Lieben, versteht ihr nun die Aussage von Paulus, dass ein Sklave Christi zugleich ein Freigelassener ist? Versteht ihr es jetzt? Halleluja. Jesus Christus, er verspricht uns echte, vollkommene Freiheit in ihm, aber noch nur in ihm allein. Johannes 8, 34 bis 36. Jesus antwortete ihnen und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer Sünde tut, der ist der Sündeknecht. Der Sklave bleibt nicht ewig im Haus, der Sohn bleibt ewig. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Halleluja. Liebe Gäste, liebe Zuhörer aus nah und fern und vom Livestream, 14 Minuten sind noch da. Ich bin ein Sklave der Zeit. Nein, ich will was anderes sagen. Ich bin ein fröhlicher Sklave Christi. Wessen Sklave bist du? Ich stell's in den Raum hinein. Wessen Sklave bist du? Er hat mich freigekauft vom Sklavenmarkt dieser Welt. Halleluja. Und dich auch in Christus. Mit dem höchsten Preis, sein kostbar Blut am Kreuz. Willst du auch, das frage ich einfach so hinein, auch in den Äther da hinein, ja, in die Kamera, in den Livestream, willst du auch in die herrliche Freiheit der Kinder Gottes kommen? Fragezeichen. Willst du ihm auch von ganzem Herzen gehören? Willst du ihm dienen aus Dankbarkeit für Golgatha? Willst du sein Reich bauen aus Dankbarkeit für Golgatha? Willst du seine Gemeinde bauen aus Dankbarkeit für Golgatha? Amen. Halleluja. Du hast die Wahl. Du hast die Wahl heute Abend. Es ist deine Entscheidung, wessen Sklave du sein möchtest oder willst. Okay. Vielleicht sagt mancher, ja, was kann man da tun? Antwort, sagt die Bibel, kehr einfach um. Ohne Jesus läufst du ins Verderben. Ohne Jesus bist du ein Kandidat der Hölle und des Teufels. Versklavt an die Mächte und Herren dieser Welt. Das ist die Wahrheit. Kehr um, sagt Jesus. Eine Gesinnesänderung, und zwar komplette Gesinnesänderung muss her. Er will dich jetzt
aus dieser Versklavung und Knechtschaft des Teufels, der Sünde und der Todesangst befreien. Ohne ihn bist du für immer verloren. Jesus ruft dich heute Abend. Er lebt, er ist auferstanden. Er ruft dich durch den Heiligen Geist. Er ruft dich da vom Livestream. Es ist sehr ernst. Das sind nur zwei Möglichkeiten. Dazwischen gibt es nichts. Zwei Möglichkeiten. Entweder ganze Hingabe oder völlige Verlorenheit. Völlige Ungewissheit. Völlige Sinnlosigkeit des Lebens. Keine Perspektive. Warum ich überhaupt auf dieser Erde bin. Nein, hast du nicht. Ohne Jesus nicht. Und ihr Lieben, der Römerbrief wäre ja nicht der Römerbrief, wenn er nicht diese gigantisch tolle Anleitung hätte, wie man aus der Knechtschaft und Sklaverei der Sünde, des Teufels und des Todes herauskommt. Und zwar steht das im Römerbrief 10. Hör genau zu. Denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Amen. Amen. Denn wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht. Und wenn man mit dem Munde bekennt, so wird man gerettet. Denn die Schrift spricht, wer an ihn glaubt, der wird nicht zu Schanden werden. Es ist hier kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Er ist über alle derselbe Herr, reich für alle, die ihn anrufen, auch für dich heute Abend. Denn wer den Namen des Herrn anruft, der soll errettet werden. Halleluja. Halleluja. Und aber bitte macht das mit ganzem Ernst und ganzem Hingabe, ganzem Herzen. Nicht so Wischiwaschi-Glauben, verstehst du? Versuch's mal mit Jesus. Nein, 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 das ist es nicht. Das ist eine ganz ernste Sache. Ja, weil du hast nur diese zwei Möglichkeiten. Versklavt an die Herren der Welt oder versklavt an Jesu Christi und völlige Freiheit. Und weißt du, was passiert, wenn du jetzt zu Jesus kommst? Wenn du sagst, Herr Jesus, komm in mein Leben, komm in mein Herz, das tut mir leid, dass ich bis jetzt ohne dich gelebt habe. Du hast versprochen, wer zu dir kommt, den stoße ich nicht hinaus. Ich komme jetzt zu dir mit meinem ganzen verpfuschten, kaputten Leben, mit all meinen Sünden, mit all meiner Schuld. Weil du gesagt hast, der Schuldbrief ist zerrissen am Kreuz. Ich möchte jetzt mit dir leben. Jesus, sei du der Herr, sei du jetzt mein Herr. Ich möchte gerne ein fröhlicher Sklave von dir sein, damit die Knechtschaft dieser Welt endlich ein Ende hat bei mir. Wenn du das tust, weißt du, was dann passiert? Dann sagt die Schrift, dann wirst du wiedergeboren aus Wasser und Geist. Dann hast du Christi Geist in dir. Sein Geist und dein Geist machen sich eins. Und du wirst ein Tempel des Heiligen Geistes. Und dieser Heilige Geist, die dritte Person Gottes, die macht auch was Wunderbares. Es ist ein Geist, nicht der Furcht, sagt die Schrift, nicht der Angst, sondern der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit. Und noch etwas, wo dieser Geist ist, sagt die Schrift, wo der Geist des Herrn ist, da ist von aller Sklaverei und Knechtschaft der Schuld und Sünde und des Teufels dieser Welt, von allen Herren. Halleluja, das ist das Evangelium. Da, ihr Lieben, das ist die frohe Botschaft. Halleluja. Wenn du hier bist und sagst, dass das so ernst ist mit Christsein, dass das so alles von mir fordert, aber mir genauso gleichzeitig alles gibt. Wenn du bis jetzt gedacht hast, so ein bisschen Christsein, so ein bisschen Jesus, so ab und zu mal Gemeinde, ab und zu mal Gottesdienst oder so. Das ist es nicht. Das ist es nicht. Wie war das so schön? Im Alten Testament, der Sklave hat seinen Diener lieb und tut aus Dankbarkeit, hier fürs Kreuz natürlich, ihm gerne weiter dienen, sein ganzes Leben lang, sein ganzes Leben lang. Und dieses Zeichen des Ohres, als dieser Pfriemen, der da in den Holzpfosten hineinkommt. Halleluja. Das Piercing hat schon eine lange Tradition, ja. Aber das ist geistliches Piercing. Versteht mich richtig, ich bin kein Befürworter von solchen Dingen. Gar nicht, überhaupt nicht. Da komme ich das nächste Mal darauf hin. Das sind auch alles nur Knechtschaften. Das sind auch alles nur Abhängigkeiten.
Es sind einfach, im Alten Testament wurden diese theologischen Wahrheiten deutlich bildlich dargestellt. Im Neuen Testament ist alles geistig gesehen vom Alten Testament her. Eben dieses Ohr. Ich frage dich heute Abend, Bruder, Schwester, willst du dein Ohr heute durchpfriemen lassen? Willst du sagen, Jesus, ich möchte dich ab jetzt ganz gehören, ganz, von ganzem Herzen? Nicht nur so ein bisschen, von Montag bis Sonntag? Alles, was ich tue, alles, was ich mache, dir zur Ehre? Willst du dein Ohr geben und es durchpfriemen lassen vom Heiligen Geist? Dann komm nach vorne. Ich möchte mit dir beten oder die Ältesten oder die Pastoren, die da sind, wollen für dich beten. Ich verspreche dir eine ganz neue Freiheit. Amen. Amen. Wie schön, dass du bei unserem heutigen Gottesdienst im Missionswerk Strahlen der Freude mit dabei warst. Aber es muss hier noch gar nicht vorbei sein. Wenn du weiterhin mit uns in Kontakt bleiben, dich durch weitere Predigten ermutigen lassen und mehr im Wort studieren möchtest, dann darfst du sehr gerne unseren YouTube-Kanal bzw. unsere YouTube-Kanäle abonnieren, die du hier eingeblendet siehst. Dort findest du viele weitere Predigten, Seminare und Gottesdienste. Außerdem kannst du für weitere Informationen, auch über aktuelle Veranstaltungen, gerne auf unserer Homepage vorbeischauen und uns auf Instagram folgen. Wenn du gezielte Anfragen oder Anregungen hast, dann schreib uns doch gerne direkt eine Mail an info@missionswerk-sdf.de. Wenn es dabei um ein Gebetsanliegen geht, dann wollen wir dich natürlich auch darin unterstützen. Aber in diesem Fall bitten wir dich, dass du dich direkt an unser Gebetsteam wendest unter der eingeblendeten E-Mail-Adresse. Unsere Mitarbeiter und unsere Fürbitter werden sehr gerne auch für dein Anliegen beten. Vielleicht bist du aber auch noch ganz neu im Glauben oder du bist auf der Suche nach Gott und du hast viele offene Fragen. Dann freuen wir uns über deine Nachricht an unser Welcome-Team. Wir freuen uns, von dir zu hören, dich kennenzulernen und mit dir über deine Fragen zu sprechen. An dieser Stelle wollen wir uns auch ganz herzlich bei allen bedanken, die uns so zahlreich und so großzügig unterstützen durch Gebete, durch Spenden, durch Ermutigung. Vielen Dank. Seid gesegnet und bis hoffentlich bald wieder.